Ich war schon seit fast 8 Stunden auf der Autobahn. War kurz vor meinem Ziel und hielt mich mächtig ran. Die Sonne die stand schon sehr tief, als ich zur Ausfahrt kam. Der Diesel dröhnte neben mir, mein Funkgerät war an, wo daraus eine Stimme eines kleinen Jungen kam. Er sagt: Kanal 1-4, ist hier irgendwer? Wenn, dann ruft mich doch zurück und spricht mit mir. Ja, bis zur Stadt war es nicht mehr weit. Ich kam ganz gut voran, nahm das Mikro in die Hand und sagte ganz spontan: Hey, ich rufe Teddybär. Wo ist der junge Mann? Ich bin auf deiner Welle. Kannst du mich verstehen? Es wurde still auf dem Kanal. Ich wollte schon weiterdrehen, da fragte mich der Junge: Fahrer, bist du auch noch dran? Ich sagte ja. Dann fing er mir zu erzählen. Jeden Tag von früh bis spät schalte ich den Kasten ein. Sitze im Rollstuhl, kann ich gehen und bin hier ganz allein. Meine Mutter arbeitet. Sie sagt, das muss so sein, denn Teddy starb vor einem Jahr auf dieser Autobahn. Er war ein Fahrer so wie du, bis er dann nicht mehr kam. Sie sagte oft, wir schaffen es und tut, als wenn nichts wäre. Aber jede Nacht höre ich sie weinen. Ich weiß, sie hat es sehr schwer. Und wenn der so redete, da fiel es mir doch auf, kein anderer war auf diese Zeit auf Kanal 14 drauf. Sagt, dieses Funkgerät von Daddy gehört jetzt mir. Es ist der schönste Zeitvertreib mit einem von so wie dir. Auch Daddy sprach von unterwegs, genauso wie jetzt du. Und eines Tages sagt er: Mein Junge, hör mir zu, einmal dann nehme ich dich mit raus. Doch leider wurde nichts mehr draus. Ich hörte die Enttäuschung, die aus diesen Worten klang. Ich war schon längst stehen geblieben, das packte mich doch an. Es ging mir zu Herzen, ich pfiff auf Job und Zeit, denn alle konnten warten, nur dieser Junge nicht, tut mir leid. Ich sagte: Teddybär, wo wohnst du, wo liegt deine Station? Was ich zu tun hatte, das wusste ich längst schon. Und dieser kleine Funke, der ahnte nichts davon. Er gab mir seine Adresse, sagte: Lebe wohl und irgendwann vielleicht bist du wieder hier, dann wäre es schön, wenn mich dein Ruf erreicht. Dann war es still und ich gab Gas, mit 80 in die Stadt. Die letzte Kurve war da, ich glaubte nicht, was ich da sah. Da standen 18 LKWs, ich war in Tränen nah. Sie hatten alles mitgehört und fuhren hin und her. Ja, einer nach dem anderen fuhren eine Runde mit Teddybär. Ja, 18 Mal die Straße runter und 18 Mal auch rauf. Ich war ganz als Letzter dran und trug ihn auch mit ihm auf. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so restlos glücklich war. Und seine Augen, die strahlten, es war einfach wunderbar. Er sagte: Fahrer, glaube mir, das war eine Show. Ich fand dich wieder einmal ein, das weiß ich ganz genau. Und er hielt meine Hand. Die ganze Zeit schon. Ich schluckte und sagte: Ist schon gut, mein Sohn. Dann fuhr ich los und das Gerät, das war noch auf Empfang, dass plötzlich eine Stimme eine Frau erklang. Man merkte und sagte es, das Sprechen fiel ihr schwer. Hier ist Kanal 1-4 und hier spricht Mutter Teddybär. Deinen schönsten Tag in seinem Leben habt ihr mir an mein Kind gegeben. Niemals kann ich vergessen, wie ihr zu meinem Jungen wart. Ich danke euch. Allzeit gute Fahrt.